Bei der Spielemesse 2010 stehen den Besuchern sowohl absolute Spieleneuheiten als auch traditionelles Spielzeug zum Ausprobieren zur Verfügung. Seit kurzem haben wir eben diese Carrera RC-Reihe entwickelt, das sich vor allem auf den Spielzeugbereich von ferngesteuerten Autos richtet. Carrera gibt es eben schon lange mit den Carrera-Slot-Bahnen und da sind sie auch Marktführer. Und jetzt mit der RC-Produktreihe ist eben ein neuer Markt aufgeschlossen worden, wo es eben vor allem darum ging, die Probleme, die bis jetzt bei anderen Autos auftraten, zu verbessern. Carrera ist auf jeden Fall für jeden was und wer es noch nicht ausprobiert hat, sollte es auf jeden Fall mal probieren. Wir spielen den ganzen Tag schon, von jung bis alt, alle miteinander, also Familien, Kinder, Erwachsene und eigentlich ist ständig etwas bei unserem Stand los. Das Besondere ist, dass die Kinder jetzt nicht nur starr vor dem Fernseher sitzen, sondern dass sie auch mit der neuen Bewegungssteuerung sich vor der Konsole aktiv bewegen. Sie sollen möglichst lange mit einer Sache beschäftigt sein. Und wir haben zum Beispiel zu Hause diese Kaplersteine, diese einfachen Holzbausteine, die sind super. Sie mögen es auch gern. Sie spielen damit morgens, manchmal wenn sie Zeit haben, nach dem Aufstehen. Und das ist einfach super Spielzeug. Also einfache Dinge mit viel Spielwert. Ob für Burschen oder Mädchen, für jung oder alt, für jeden ist auf der Spielemesse etwas geboten. Sogar Denker und Manager kommen hier auf ihre Kosten. Also das ist ein neues Denkspiel, da geht es aber nicht um normale Frage-Antwort oder um klassische Assoziationen, sondern es geht um die Ecke und ums Querdenken. Und es ist vom Niveau her einzigartig, aber extrem lustig, wenn eine gute Runde ist. Und die Fragen, die sind alle so um die Ecke gestellt, wie zum Beispiel unechte Körperteile, von Flaschenhals bis Knoblauchzehe. Und jetzt ist jeder gefragt, möglichst viel rauszulassen. Und ein Fragesteller zockt und wettet darauf, dass die ganze Mannschaft eine bestimmte Anzahl nicht schafft. Und jeder versucht, ihn zu übertreffen. Und das wird dann strategisch an Bord auch umgesetzt. Aber eigentlich wurde das Spiel für Management-Trainings entwickelt, um das Scheuklappendenken wegzunehmen. Weil das öffnet dieses laterale Denken, das Querdenken. Und plötzlich hat man viel größeres Potenzial zur Verfügung für seine Entscheidungsprozesse und man kann wirklich da diese Blockaden im Hirn damit super lösen. Heißt Laterali und ist extrem lustig und für alle, die ein bisschen ein Niveau haben, ein wahnsinnig gutes Spiel mit einem irren Hetzfaktor. Bei wem nun das Kind im Inneren geweckt wurde, der hat noch bis Sonntag die Möglichkeit, die Messe zu besuchen.